Hallo und moin moin, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, einen Herrn, den ich schon sehr, sehr lange kenne, seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und ich freue mich, dass er da ist heute bei mir, Uwe Schmenker. Uwe. Hallo, Gerd. Grüße dich ganz herzlich. Schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um mal ein bisschen zu schnacken, denn du hast doch viel zu erzählen. Das werden wir sehen. Ich hoffe schon. Ich denke schon. Ja, und ich habe in meiner letzten Sendung dich schon angekündigt, dass du da bei mir bist in dieser Sendung. Und ich habe natürlich auch schon mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, Mensch, das wird ja eine tolle, spannende Angelegenheit. Ja, dann lass uns mal ein bisschen schnacken. Ja, genau, denn du bist ja Mann aus dem Volk, da gibt es ja nur nichts. Ne? Du bist am 24. März 1959 in Bremen geboren. Kannst du dich vielleicht so ein bisschen so an deine Jugendzeit erinnern? Ja, eigentlich noch sehr gut. Also ich meine, ich war schon ein paar Jahre zurück, aber sehr gut. Bremen war eine tolle Zeit für mich. Ich war bis zum 21. Lebensjahr in Bremen und bin dann erst nach Kiel gewechselt. Und meine Jugendzeit und Kindheitszeit war natürlich sehr schön, sehr traumhaft, kann man sagen. Ich bin auch in einem kleinen Dorf aufgewachsen, was sich natürlich völlig dem Sport verschrieben hat. Insbesondere natürlich der Leichtathletik und dem Handball. Und er hatte natürlich viele Freunde und es war eine tolle Zeit. Glaube ich, der hört sich gut an und das ist auch schön so. Wenn die Jugend gut war, dann ist es ja auch ein schöner Lebensanfang. Uwe, du hast ja sehr große Erfolge im Handball gehabt, aber ursprünglich wolltest du ja Fußball spielen bei Werder Bremen, was du ja auch gemacht hast, aber da ist dann irgendwas passiert, ne? Ja, also ich muss natürlich sagen, ich hatte eben gesagt, ich komme aus einem Handballdorf und natürlich mein Vater war auch sehr bekannter, sehr großer Handballspieler. Aber mich hat es eigentlich erstaunlicherweise immer mehr zum großen Bruder zum Fußball verschlagen. Das fing natürlich schon in frühester Kindheit eigentlich an, wo ich gerne dem runden Leder hinterhergejagt bin und habe dann natürlich, was meinen Vater nicht ganz so begeistert hat, eigentlich eher in einem Fußballverein mich angemeldet, auch in dem Dorf, wo ich gewohnt habe und bin dann eigentlich schnell von Scouts des SV Werder auch gesichtet worden und bin dann eigentlich auch schon in frühester Jugend, so mit 10 Jahren, zum großen SV Werder gegangen und habe da eigentlich jahrelang auch recht erfolgreich gespielt, habe mich dann aber etwas schwerer verletzt, sodass ich nicht mehr Fußball spielen konnte und bin parallel dann, wahrscheinlich weil es mir auch ein bisschen in die Wiege gelegt war, zum Handball zurückgekommen. Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Dein Vater habe ich auch mal kennengelernt. Früher war das so ein bisschen anders hier in Kiel, wie ihr noch Handball gespielt habt, aktiv. Und da kam dann immer die Mannschaft oder der Gegner von euch, von der Osterhalle, später ins THW-Heim zu meiner und Regina. Und da hat man dann auch schöne Zeiten verlebt. Und da habe ich deinen Vater ja auch mal kennengelernt, der teilweise oft hier war. Und ein ganz, ganz toller Mann. Der hat dich natürlich dann auf den Handballweg gebracht. Er war ja auch sehr erfolgreich, ne? Mein Vater war mal Rekordnationalspieler für Deutschland. Natürlich war das die große Zeit des Feldhandballs, kann man eigentlich schon sagen. Da hatte der Feldhandball auch noch etliche Zuschauer. Und hier in Kiel hat man natürlich im Holsteinstadion und auf der Waldwiese gespielt. Habe ich selbst nie sehen dürfen, aber habe ich natürlich von Erzählungen meines Vaters gehört. Und ich kenne auch noch Bilder aus seinen Alben, wo es 60.000, 70.000 Leute in Leipzig bei Handballländerspielen waren. Und das war die große Zeit des Feldhandballs. Und vor dem Hintergrund war es klar, dass ich natürlich schon eine Affinität zum Handball habe. Und habe dann, als ich diese Verletzung in Kiel erlitten hatte, mit dem Handball einfach so angefangen. Und bin eigentlich sehr schnell erfolgreich gewesen dann auch im Handball. Und bin aber dann mit der Bremer Mannschaft aus der Bundesliga abgestiegen. Und dann gesichtet worden, auch vom THW Kiel. Und meine damalige Freundin hat dann eigentlich zusammen mit mir die Entscheidung gefällt, nach Kiel zu gehen. Und mit 2021 habe ich dann hier beim THW Kiel angefangen. Okay, da kommen wir gleich noch drauf. 77, nach deinem Abi, hast du eine Lehre begonnen als Rechtspfleger oder eine Ausbildung als Rechtspfleger. Da hast du aber Gamke gespielt. Genau. Passt du das zeitlich? Konntest du das so einrichten? Ja, heute kann man sagen, der erste Vorsitzende vom TV Gramke, damals Handball-Bundesligist, war auch gleichzeitig Senator für Rechtspflege und Strafvollzug in Bremen. Also das passte dann irgendwo schon. Ich habe natürlich ganz normal meine Ausbildung machen müssen, aber habe parallel natürlich auch Handball gespielt. Nun darf man sich das nicht so vorstellen, wie es heute ist, dass es wirklich so professionell ist. Ja. Man kann eigentlich sagen, früher war der Handballsport dann noch ein bisschen semi-professioneller. Man hat vielleicht 2-3 Mal in der Woche trainiert und am Wochenende dann die Punktspiele oder die Pflichtspiele durchgezogen. Also da war einiges dann gut zu vereinbaren. Das war ja dann eine gute Sache da mit dem Herrn. Das passte.
Das passte. Das passte. Dann kam 1980 der THW, wie sie gesichtet, sagte sie schon mal. Und dann hast du aber, weiß ich noch, zusätzlich doch noch irgendwelche schulischen Dinge gemacht. Oder hast du studiert noch nebenbei? Aber dann kam das, glaube ich, nicht zum Abschluss, oder? Irgendwas war da noch, ne? Ja, da war eine Menge. In meinem Leben ging es nie immer ganz glatt. Es ging immer so ein bisschen rauf und runter. Nein, ja. Ich habe meine Ausbildung seinerzeit in Bremen noch beendet. Ja. Bin dann aber auch nach Kiel gewechselt. Hatte eigentlich über die Junior-Nationalmannschaft, in der ich gespielt habe, Kontakt zu Heinz Jakobsen, der damals natürlich für den Deutschen Handballbund zuständig war und parallel dann hier verantwortlich für den THW Kiel geworden ist. Und als eine seiner ersten Amtsmaßnahmen hat er dann eigentlich mich verpflichtet und ich bin hierher gekommen, habe aber gleich zu Beginn parallel die Bundeswehrzeit hier durchziehen müssen. Die habe ich in Neumünster absolviert beim Fernmeldebataillon und habe danach studiert. Dieses Studium habe ich aber nie zu Ende gemacht und nach 8 Semestern eigentlich abgebrochen. Ich habe Sport und Wirtschaft studiert und wollte eigentlich Diplom-Handelslehrer werden. Ja. Aber wie das damals so war, es war natürlich schwierig und meine damalige Freundin hat auch Sportlehramt studiert. Und da die Aussicht darauf, dass wir beide eine Stelle kriegen, nicht sehr groß war, habe ich eigentlich dann mein Studium abgebrochen und dann ein Studium, ein duales Ausbildungsstudium an der Wirtschaftsakademie in Kiel gemacht. Aber es hat ja sicherlich für deine Zukunft auch ein bisschen doch geholfen, wenn es auch nur 8 Semester waren, ne? Also es hat mir immer viel geholfen. Man sollte ja immer aus allen Dingen seine Lehren ziehen. Und das habe ich sicherlich auch gemacht, auch aus den Dingen, die nicht so erfolgreich waren. Und natürlich hat mir alles geholfen. Also man hat schon seine Erfahrungen gesammelt. Und ich denke mal, so ein paar Jahre an der Uni zu sein, besser ist mit einem Abschluss. Aber das bringt natürlich auch eine gewisse Erfahrung mit. Und wir waren damals eine Vielzahl von THW-Spielern, die an der Uni waren und unterschiedliche Studiengänge gemacht haben. Aber es war eigentlich eine tolle Zeit, kann man nicht anders sagen. Ja, das ist schön. Das ist schön. Ja, da hast du noch ein bisschen was von mitgebracht und natürlich auch verwenden können dann für deinen zukünftigen Job dann. Ne? Über 88 hast du eine Agentur genommen, von der Provinzial aus. War da schon so ein bisschen Gedanken auch daran, für die Zukunft was vorzubereiten? Oder war das einfach so, ich mache nebenbei irgendwas, ohne großartig so eine Entwicklung, wie sie die jetzt genommen hat in deiner Agentur, von vornherein zu wissen? Nein, also ich habe 85 dann, wie gesagt, das Studium an der Uni abgebrochen und habe dann einen Ausbildungsplatz an der Wirtschaftsakademie gehabt und habe für die Provinziale auch den Versicherungskaufmann gemacht. Und mit Abschluss dieses Ausbildungsganges habe ich dann auch eine Agentur übernommen. Und ich denke, ja, mit 1988, so knapp 29-jährig, da kann man eigentlich auch schon mal an die Zukunft denken. Ja, ja. Und wie gesagt, ich hatte eben schon mal gesagt, der Handball war damals natürlich noch semi-professionell. Man hatte so ein bisschen die Möglichkeit, eigentlich sein Studium zu finanzieren. Aber das hat natürlich lange nicht gereicht, um wirklich sich eine Existenz aufzubauen. Ja. Und da war es natürlich mit Ende 20 enorm wichtig, dass man jetzt auch mal wirklich dann den Absprung findet, um hier eigentlich auch für die Zukunft was aufzubauen. Und ich denke, ich habe damals einen guten und einen richtigen Schritt getan, den ich nie bereut habe. Ich habe seit 1988 eine Versicherungsagentur für die Provinzial, darf man an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen. Und seit 1996 gemeinsam mit einem Partner. Und ja, ich denke, wir sind eigentlich ganz gut und erfolgreich hier im Markt unterwegs. Da war der Schritt richtig, den du da gemacht hast, ne? Der Schritt war absolut richtig. Also ich denke, auch in einer schwierigen Zeit, kommen wir natürlich im weiteren Verlauf des Gesprächs noch drauf zurück, hat mir sicherlich diese Existenz über viele schwierige Phasen hinweg geholfen. Ja. Du hast während deiner aktiven Zeit hast du sehr, sehr viele große Sportereignisse miterleben dürfen. Kannst du uns da mal so ein bisschen was von erzählen, was für dich so außer der normalen Bundesliga doch auch andere Ereignisse waren? Naja, also ich sag mal, die Zeit beim THW war natürlich schon was Besonderes. Man darf natürlich immer davon ausgehen, dass, ja, ich sag mal, das ist bis heute so geblieben, der Nabel der Handballwelt natürlich schon in Kiel hier ist. Also Kiel ist schon das Wohnzimmer des Handballs, das kann man schon sagen. Und der THW Kiel wird natürlich bis heute schon über Jahrzehnte eigentlich immer getragen. Und vor dem Hintergrund war es eigentlich auch für mich ganz schön, dass man, ich sag mal, ein bisschen dazu beitragen konnte, dass der THW auch erfolgreich war, sportlich erfolgreich war. Wenn ich auch als Aktiver niemals einen Titel gewinnen konnte oder gewinnen durfte, aber wir haben doch zumindest oben um Titel mitspielen dürfen. Ja.
Aber in meiner internationalen Laufbahn in der Nationalmannschaft, da gab es dann doch schon das ein oder andere schöne, wie auch das ein oder andere nicht so schöne Erlebnis. Aber erinnern tue ich mich ganz besonders gerne 1984 an die Olympiade in Los Angeles, an der ich teilnehmen durfte. Leider aufgrund des Verzichts der Ostblock-Nationen. Aber wir sind dann nachnominiert worden mit der deutschen Nationalmannschaft und haben es immerhin bis ins Endspiel geschafft. Leider haben wir verloren, aber eine Silbermedaille ist dann doch in guter Erinnerung geblieben. Und das sind natürlich Bilder, die man bis heute eigentlich in seinem Kopf hat. Und ich glaube, das ist für jeden Sportler ein einmaliges Erlebnis, an Olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen. Und das ist bei mir natürlich auch bis heute eigentlich immer noch sehr präsent im Kopf. Das glaube ich gerne. Ich habe ja schon den einen oder anderen gehabt, der hat an Olympiaden teilgenommen. Und die waren alle gesagt, das ist ein Erlebnis, was man nie vergisst. Das ist auch so. Ja. Nach deiner aktiven Zeit bei TR wurdest du dann Geschäftsführer. Wann war das? Ja, es ging natürlich dann darum, es wurde auch im Handball ein bisschen professioneller und ich sag mal, das Geld spielte auch eine größere Rolle, wenn natürlich auch gar nicht mehr der Vergleich mit heute standhält. Aber man muss sich natürlich auch immer vorstellen, dort waren natürlich in einem Verein viele ehrenamtliche Leute tätig, die, ich sage mal, beispielsweise auch in der Badminton- und Tischtennisabteilung waren, über Etats von 4.000, 5.000 Euro verfügten und auf einmal auch im Rahmen ihrer Vorstandstätigkeit für den großen Handball zuständig sein sollten. Und dann hat man einfach beim THW auch entschieden, die Handball-Bundesliga auszugliedern, in eine GmbH und Co. KG zu überführen. Der THW war damals Vorreiter und bei mir passte das gerade altersmäßig zusammen. Ich hatte 1992 meine aktive Laufbahn beendet und damals wurde ich dann gefragt, aufgrund meiner Vorkenntnisse, meines Studiums, meiner betriebswirtschaftlichen Kenntnisse und der sportlichen Affinität eben, ob ich mal so 3-4 Stunden in der Woche so nebenbei als Geschäftsführer tätig werden könnte, was ich dann gerne getan habe und was sehr schnell dann auch zu einem Vollzeitjob geführt hat. Ja, dann die Struktur im THW hat sich dann auch ja ganz schnell geändert, wo die Bundesliga ausgegliedert wurde und das war aber zu deiner Zeit noch, ne? Das war 1992. Ich kenne noch diese rege Diskussion. Es ist natürlich klar, man gibt eigentlich das Hab und Gut, was man eigentlich hat als Verein, so ein bisschen aus den Händen. Und es gab lebhafte Diskussionen, in denen ich auch teilgenommen habe. Sehr interessant. Aber ich denke, es war der richtige Schritt, wie eigentlich auch die weitere Entwicklung dann gezeigt hat. Und man konnte eigentlich viel effizienter eigentlich hier handeln und natürlich auch für den Sport was auf den Weg bringen. Und eine Vielzahl von Vereinen sind eigentlich dem Beispiel des THW dann gefolgt. Ja, und man, die Entwicklung, die sieht man ja heute, wo die stehen. Das wäre normalerweise ja nicht passiert. Nicht? Ja, dann kam 2009, Uwe. Das war natürlich eine ganz, ganz fürchterliche Zeit, die bis 2012 dann auch ging. Und wenn du da mal vielleicht noch ein paar Worte zu sagen würdest. Ja, das ist natürlich eine weniger schöne Zeit gewesen. Also ich denke mal, der THW war bis zu dem damaligen Zeitpunkt eine der erfolgreichsten Mannschaften, national wie international. Und das führt natürlich auch oftmals dazu, dass es eine Vielzahl von Neidern gab. Bei mir hat sich privat einiges verändert, wie das dann oftmals im Leben so ist. Und parallel dazu hat sich eigentlich mein oder unser gutes Verhältnis auch zu Noka Serdarusic so ein bisschen auseinanderdividiert. Man muss wissen, der damalige Trainer Noka Serdarusic und ich haben seit 1994 bis 2009 zusammengearbeitet, 15 Jahre, was natürlich für einen Verein, der sich im bezahlten Sport befindet, schon außergewöhnlich ist. Aber es war, glaube ich, eine vorbildliche, außergewöhnliche Beziehung. Aber in dem Maße, wie sich unser Verhältnis auseinanderdividiert hat, sind natürlich dann auch Schwierigkeiten aufgetreten. Der THW Kiel, oder wir haben uns dann von Serdarusic getrennt. Er ist dann von den Rhein-Neckar-Löwen unter Vertrag genommen worden. Und in dem Zuge hat man dann versucht, den damalig besten Spieler des THW Kiel, unter anderem Nikola Karabatic, zu den Rhein-Neckar-Löwen zu holen. Und hat, ja, ich sag mal, etwas unschön unter anderem mir vorgeworfen. Wir hätten seinerzeit auch das ein oder andere Spiel auf internationaler Ebene manipuliert, um eigentlich Druck auf den THW Kiel auszuüben. Und das hat natürlich dann letztendlich dazu geführt, dass ich 2009 erstmal meine Aufgaben habe ruhen lassen, zurückgetreten bin und damals aber noch nicht wissen konnte, dass das dann doch etliche Jahre braucht, bis dieses ganze Verfahren dann zu Ende geführt wird. Also sicherlich ein für mich unschönes, für den Handballsport unschönes und einschneidendes Erlebnis, was meine ganzen sportlichen Ambitionen auf den Kopf gestellt hat. Schlimme Zeit, haben wir alle miterlebt. Kann man so sagen. Zeitung hat immer berichtet und das war doch 3 Jahre gedauert, bis 2012 dann
der Freispruch kam. Das war für dich natürlich eine Erlösung. Und dich dann auch wieder freizustellen für irgendwelche Tätigkeiten innerhalb des Sports. Hattest du dann so den Gedanken gehabt, möglichst beim THW wieder anzufangen, beim THW? Oder? Also es gibt immer so diesen schönen Spruch, und das gilt, glaube ich, für viele THW-Fans, einmal Zebra, immer Zebra. Ich hatte nun 30 Jahre für den THW schon gearbeitet und gewirkt, also sowohl als Aktiver wie natürlich dann auch auf der Ebene der Geschäftsführung, und ich denke eigentlich sehr erfolgreich, und natürlich, mein Herz hat immer für den THW Kiel geschlagen, und das gilt eigentlich bis zum heutigen Tage auch noch. Und ich bin damals eigentlich auf Wunsch der Verantwortlichen so ein bisschen in die zweite Reihe zurückgetreten, auch um so ein bisschen um den Druck vom THW Kiel zu nehmen. Allerdings auch mit der, ja, ich sag mal, mündlichen Zusage kann man schon sagen, dass, wenn dieses Verfahren beendet ist, entsprechend mit einem Freispruch endet, dass man mit mir auch wieder zusammenarbeiten würde. Da habe ich meine Erfahrungen machen dürfen. Leider ist es nicht dazu gekommen. Gleichwohl muss man eigentlich attestieren, dass auch einige Jahre ins Land gezogen sind. Ich bin 2009 zurückgetreten und 2012, 2013 ist das Verfahren endgültig erst beendet gewesen. Also für mich eine langwierige Zeit. Ich denke, und das gilt für viele natürlich, die sich einer solchen Situation gegenübersehen, dass es immer sehr schwierig ist. Und in meinem Fall kann ich auch sagen, es galt eigentlich immer, eine starke Behauptung ist besser als ein schwacher Beweis. Es gab eigentlich Beweise für gar nichts. Es wurde viel zwar durch die Medien gezogen, aber letztendlich haben einige versucht, ja, ich sag mal, auch dem THW Kiel zu schaden, mir zu schaden. Und unterm Strich ist nichts dabei rausgekommen. Also der ein oder andere Journalist, der vom Zeilengeld lebt, hat davon profitiert, ja. Anwälte haben davon profitiert. Ja. Und ich glaube, nicht nur der THW und ich, sondern auch der gesamte Handball hat eigentlich Schaden daraus genommen. Und es zeigt eigentlich, wie man es nicht machen sollte. Ja, aber eine schlimme Zeit, ne? Aber sehr schwierige Zeit. Und sind auch froh, dass du wieder dabei bist. Uwe, hast du immer noch ein gutes Verhältnis zum THW und gehst auch mal zu den Heimspielen, oder? Also ich sag mal, ich habe ein gutes Verhältnis zu etlichen Spielern, die ich seinerzeit noch verpflichtet habe, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe. Ich habe eben noch längere Zeit mit Philipp Kicher zusammengesessen, der jetzt zum Sportler des Jahres gewählt worden ist hier in Kiel, was mich natürlich freut. Und dieser Kontakt mit den Spielern, der besteht natürlich nach wie vor. Auch mit den Spielern, die mittlerweile den THW Kiel verlassen haben, aber mit denen ich eigentlich gut und erfolgreich zusammengearbeitet habe. Also das hat eigentlich dem Verhältnis nie einen Abbruch getan. Zu dem einen oder anderen, ich sage mal, Führungsperson ist das Verhältnis ein bisschen abgeschwächt gewesen. Also, und ich tue es mir auch nicht mehr an, im Moment zu den Spielen zu gehen. Ich glaube, die Emotionen sind zu hoch und es geht mir und meiner Frau eigentlich besser, ein bisschen Distanz zumindest zum THW Kiel zu haben. Nicht zum Handball, aber zum THW Kiel. Aber dafür haben wir ja Fernsehen, ne? Zum Beispiel. Ja, aber da habe ich auch Verständnis für. Das ist völlig klar. 2013 gingst du noch mal ganz kurz nach Rostock. Das war nicht sehr lange. Was war das für eine Tätigkeit und warum war die eigentlich so kurz? Ja, ich habe also 2009, als dieses Verfahren da um die angebliche Manipulation begann, parallel zu meiner Versicherungstätigkeit eine kleine Sportmarketingfirma gegründet und habe dann eigentlich auch, ich sag mal, eine Spieler beraten, Sponsoren beraten, Unternehmen beraten. Und da kam es dann auch zu einem Engagement bei Empor Rostock in der zweiten Liga auf der Ebene des Consultings. Also ich habe versucht, Empor Rostock zu beraten. Letztendlich ist das eigentlich immer schwierig. Die Erfahrung musste ich auch machen. In beratender Tätigkeit muss man auf der anderen Seite auch immer jemanden haben, der diesen Rat auch annimmt, um ihn dann umzusetzen, weil man selbst natürlich diese Handlungsmöglichkeiten und diesen Handlungsspielraum nicht hat, weil man nicht in entscheidender Position ist. Das ist aus meiner Sicht nicht so verlaufen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und infolgedessen muss man dann konsequenterweise auch sagen, ich muss da nicht hingehen und ein Engagement antreten, um ein paar Euro zu verdienen, sondern es muss dann auch irgendwo eine befriedigende Tätigkeit sein. Und man muss auch das Gefühl haben, man kann was bewegen. Und das war leider nicht der Fall. Kommen wir zu 2014. Das war natürlich auch ein schönes Jahr, wo wir alle glücklich und froh waren. Er ist jetzt wieder im Handball tätig. Das war das natürlich eine Genugtuung und auch eine Freude für dich, zum Präsidenten gewählt zu werden, könnte ich mir vorstellen. Es war auch ein bisschen überraschend für viele wahrscheinlich. Ne? Also der THW Kiel hat die Nähe zu mir nicht gesucht. Und ich sag mal, aber der fast der gesamte Rest der Handball-Bundesliga
hat einfach den Wunsch geäußert, dass ich in gewisser Weise wieder Verantwortung auch für den Handballsport übernehme, auch in schwierigen Zeiten. Und ich bin letztendlich dann von den Erst- und Zweitligisten, ja, ich glaube mit großer Mehrheit, dann auch zum Präsidenten der Handball-Bundesliga für die nächsten 3 Jahre gewählt worden. Was natürlich für mich auch eine Genugtuung war und was mich insofern natürlich auch gefreut hat, dass ich eigentlich immer die Rückendeckung durch meine Sportfreunde, meine Handballfreunde gehabt habe, die eigentlich immer zu mir gestanden haben und die eigentlich letztendlich gesagt haben, keine Frage, also Uwe, auf dieses Know-how können und wollen wir einfach nicht verzichten. Also wenn es die Möglichkeit gibt, dass du uns in irgendeiner Weise unterstützt und behilflich sein kannst, dann würden wir uns freuen, wenn du diese Tätigkeit annimmst. Und das habe ich letztendlich dann auch gerne getan, weil mein Herz schlägt immer noch für den Handball. Glaube ich. Herzlichen Glückwunsch, Herr Präsident. Also, was sind das für Tätigkeiten? Mal ganz kurz, mal so angerissen. Also ich denke, wenn man eine ehrenamtliche Tätigkeit übernimmt auf der Ebene des Sports oder in anderen Bereichen, dann hat man immer die Möglichkeit, entweder man gestaltet oder man verwaltet. Und ich habe es mir eigentlich auf die Fahne geschrieben, zu versuchen, einiges mit der operativen Ebene, mit der Hauptamtlichkeit eigentlich auf den Weg zu bringen und zu gestalten. Und da gibt es eine Vielzahl von Dingen. Einfach um den Handball dort zu positionieren, wo er von meinem Selbstverständnis her eigentlich hingehört, vom Potenzial. Und da gibt es eine Vielzahl von Aufgaben. Also man kennt aus der Vergangenheit eins, wir müssen an unseren Satzungen, Richtlinien, Ordnungen arbeiten. Wir müssen aber auch, was die Öffentlichkeitsarbeit, die Präsenz betrifft, arbeiten. Ich bin der Meinung, wir müssen eigentlich auch uns ein bisschen Input von außen holen, also Leute, die nicht direkt aus dem Handball kommen, weil da sonst schmort man eigentlich immer in seinem eigenen Saft. Wir brauchen einfach auch ein bisschen Input eigentlich von Leuten, die aus dem Medienbereich kommen, aus der Sportvermarktung, aus der Werbung, aber auch aus der Sportorganisation, im Zweifel auch aus anderen Bereichen des Sports. Und da ist eigentlich im Moment schon ein großes Arbeitsfeld da, um zu versuchen, einiges auf den Weg zu bringen. Genauso wie in der Kooperation mit vielen anderen Nationen und der Europäischen Handballföderation. Also ich glaube, da kann man sich in vielen Feldern eigentlich schon austummeln und muss man sich nur fragen, wo die Zeit ist. Großes Arbeitsfeld, aber das kannst du alles von Kiel machen. Da musst du nicht irgendwo hin, wo du ein Büro hast, sondern das kannst du von hier machen. Nimmt dich aber stark in Anspruch oder nicht ganz so stark? Ich habe letztendlich ja die Möglichkeit, das ein bisschen selber zu gestalten. Und es ist durchaus ein Engagement, wo meine Frau immer fragt, wer will das eigentlich sonst machen? Wer hat diese Möglichkeiten eigentlich hier für den Sport eigentlich es auf den Weg zu bringen? Das fragt sie sich dann immer so und das muss man sich auch schon fragen. Ich habe die Möglichkeit, über ein gut funktionierendes Versicherungsbüro, über ein tolles Umfeld eigentlich, einen tollen Partner, den ich habe. Und die geben mir schon immer gewisse Freiräume, um hier eigentlich wirklich für den Handball zu versuchen, einiges auf den Weg zu bringen. Und die Provinzial unterstützt das insofern, dass sie sagen, solange das Geschäft einigermaßen läuft oder gut läuft, solange haben wir eigentlich keinen Grund, dort einzuschreiten. Und das gibt einem dann schon eine gewisse Rückendeckung. Und da schauen wir mal, ob wir einiges auf den Weg bringen. Bin ja gerade 100 Tage so fast im Amt. Naja, viel Glück dabei. Danke. Und wir kommen zu einem ganz brisanten Thema, wo ich natürlich in der Vorzeit jetzt, wo man genau wusste, dass du heute bei mir bist, darauf angesprochen hast, dass, ob ich dich das fragen sollte. Wir haben dir auch drüber gesprochen, hast du mir gesagt, du kannst mich alles fragen. Wir kommen jetzt mal zu dem Thema Thorsten Storm. Und da ist es natürlich eine ganz brisante Sache, ne? Keine Frage. Also ich war sicherlich wie viele andere THW-Fans etwas überrascht, dass der THW Kiel Thorsten Storm als Geschäftsführer verpflichtet hat, weil Thorsten hat, glaube ich, seinerzeit eine sehr entscheidende Rolle in diesem Verfahren gespielt. Er war Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Löwen zum Zeitpunkt, als Serdar Rusic dort unter Vertrag genommen worden ist und zu dem Zeitpunkt, als die Rhein-Neckar-Löwen Karabatic unter Vertrag nehmen wollten, obwohl er bei uns noch einen 3-Jahres-Vertrag hatte. Und er war sicherlich auch einer der entscheidenden Personen, die versucht haben, Druck auf den THW Kiel und auf mich auszuüben. Letztendlich hat er versucht, den THW Kiel zu schaden. Ich habe versucht, den Schaden vom THW wegzunehmen. Wie die Geschichte ausgegangen ist, hat man natürlich verfolgen können. Ich bin ausgeschieden beim THW Kiel und derjenige, der Schaden
versucht hat, auf dem THW aufzuladen, der ist verpflichtet worden. Also für mich, das mag man nachvollziehen, eine etwas schwierige Geschichte. Das, die andere Seite der Medaille ist, dass es natürlich auch in diesem Geschäft wenig herausragende Geschäftsführer gibt. Und Thorsten hat sicherlich seine Qualitäten, insbesondere auch in der Akquise von Sponsoren und in der Vermarktung. Und der THW ist nach meinem Ausscheiden sicherlich, was das betrifft, nicht so gut aufgestellt gewesen. Das heißt also, es hat eine Vielzahl von Geschäftsführern gegeben, die nur über einen überschaubaren Zeitraum da waren. Und man versucht ja eigentlich wieder ein bisschen Kontinuität reinzubekommen. Also ich überlasse jedermann selbst, der den THW im Herzen hat oder den der THW interessiert, wie er sich dieser Personalie gegenüber aufstellt. Für mich ist sie natürlich ein bisschen mit einem Geschmäckle begleitet. Ja, für viele, viele unverständlich, ne? In dem Moment, wo das bekannt wurde, da war das einiges los in Kiel. Nicht? Gerade so im Fanbereich, das war total unverständlich. Für mich allerdings auch unverständlich, dass man sowas überhaupt machen kann. Einer, der so viel Schaden angerichtet hat, dann wieder einzustellen, das ist ja eigentlich unglaublich. Nicht? Also ich werde heute oftmals von vielen noch angesprochen, was mich natürlich auch freut. Also mich begleiten eigentlich noch eine ganze Menge von Sympathien, egal ob man durch die Stadt läuft, ob ich mit Kunden zu tun habe oder ich im Restaurant sitze. Also ich denke, vor dem Hintergrund hat man in vielen Jahren, glaube ich, nicht so viel verkehrt gemacht. Das erfreut mich dann ganz besonders und die natürlich auch irgendwo diese personale Entscheidung schon hinterfragen. Keine Frage ist, ich glaube, der THW hat sich ein Stückchen in den letzten Jahren auch von seiner Basis entfernt, ist ein bisschen geschäftiger geworden, nicht weniger erfolgreich, aber ein bisschen geschäftiger. Das hört man eigentlich auch immer. Für mich ist eigentlich der THW immer ein Verein gewesen, ja, für den es ganz wichtig war, eigentlich auch die Fans mitzunehmen, der eine horrende Tradition hat und der natürlich auch die Leute emotional mitgenommen hat. Das ist ein bisschen verloren gegangen aus meiner Sicht. Das höre ich auch von vielen. Vielleicht ist das der Zug der Zeit. Ich hätte mir eigentlich für Kiel und für diesen Verein gewünscht, dass es ein bisschen anders weitergeht. Und ein befreundeter Journalist hat mal zu mir gesagt, vielleicht ist da ein Stückchen Wahrheit drin, wenn man sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzt. Der THW Kiel war mal mehr als ein Verein, jetzt ist er ein Verein mehr. Damit muss man sich wirklich mal ein bisschen auseinandersetzen und dann kann man eine ganze Menge Honig daraus saugen, wie dieser Spruch oder dieses Zitat dann zu verstehen ist. Mag auch jedem selber überlassen bleiben, wie er das sieht. Ja. Meine Erfahrungen, meine Gespräche mit vielen zeigen, dass es auch oft so wahrgenommen wird. Vielen Dank für deine offenen Worte. Das tut allen da sicherlich sehr, sehr gut. Das weiß ich nicht, ob es allen gut tut. Doch, aber ich glaube schon. Das ist meine Art. Ja, ich glaube schon, dass du das sehr schön rübergebracht hast. Uwe, wir wechseln das jetzt mal so ein bisschen. Das Thema, und jetzt kommen wir mal dazu, hast du ein Hobby? Ein Hobby, ja. Wenn ich die wenige Zeit nutze, ja, dann spiele ich noch ganz gerne Golf. Gerne, aber nicht gut, kann ich sagen, obwohl das Handicap ist irgendwo bei 20. Aber es gibt ja immer so den natürlichen Golfschlag, den habe ich. Oder es gibt einen richtigen Golfschlag oder einen Golfschwung, den habe ich nicht. Aber es macht mir Spaß. Es macht mir auch Spaß, mit meiner Frau oder mit Freunden zu spielen. Und es ist eigentlich mehr als ein Zeitvertreib. Es ist wirklich auch ein Hobby, das was, ich sag mal, auch noch ein bisschen ambitioniert ist. Und ich spiele leider zu selten. Zu selten, ja, und du die Zeit nicht hast. Ne? Das ist genau der Punkt. Aber Golf ist ein schöner Sport. Das ist immer draußen, immer im Freien und Bewegungsabläufe sind schön. Ich spiele auch ganz gerne, ab und zu mal, wenn ich die Zeit dazu habe. Hast du eigentlich neben deinen irgendwelche anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten, neben deinen beruflichen natürlich jetzt, dass du irgendwo engagiert bist, nebenbei, oder gibt es da nichts? Also ich war nie einer, der sich irgendwo auf seiner Visitenkarte eine Dutzend von Sachen aufschreiben muss, um zu sagen, ich bin dabei. Also im Wesentlichen habe ich natürlich genug damit zu tun, wenn ich für meine Versicherungsagentur tätig bin, respektive für den Handball tätig bin und dann die wenige Freizeit noch nutze. Also da bleibt nicht so viel Zeit außerhalb, um sich ansonsten wirklich intensiv zu engagieren. Aber ansonsten bin ich wie viele andere Menschen natürlich auch in vielerlei Dingen interessiert und versuche mich dann auch im Zweifel einzubringen. Uwe, gibt es, das frage ich alle meine Gäste, gibt es in deinem Leben ein ganz, ganz besonderes Ereignis? Ich sag mal so ein Highlight, wo du gerne dran zurückdenkst. Ich meine, oftmals wird mir gesagt, ja, die Geburt meiner Kinder, das kenne ich schon. Also das wollen wir jetzt einfach mal ausklammern. Ich meine, obwohl das natürlich auch ein tolles Ereignis ist, das ist klar. Aber gibt es da irgendwas Besonderes, wo du sagst, auch da denke ich gerne dran,
Das war schon was. Ja, also ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass es ein bestimmtes Ereignis so war. Es gab, glaube ich, eine Vielzahl von Ereignissen, die in meinem Leben an schon Schnittstellen waren, sowohl in positiver wie auch in negativer Hinsicht. Ich habe eine ganze Menge positiver Erlebnisse eigentlich auch, die man mitnimmt. Ich habe auch sicherlich meine Schattenseiten gehabt. Also ich denke mal, ich habe es da wie viele andere Menschen auch so, die ein ganz normales Leben so mit sich bringt, dass man tolle Sachen erlebt hat, dass man aber auch schwere Zeiten erlebt hat. Und ich glaube, so ist das Leben, das gehört auch dazu. Aber es ist nun ein Ereignis wäre, was ich ganz besonders herausragend fände. Nichts. Kann ich nicht sagen. Dazu waren zu viele. Es waren wirklich in der Tat sehr viele. Zum Schluss war es dann, Olympia gehört sportlich sicherlich dazu. Zum Schluss war es dann auch so, dass ich eigentlich, ich sag mal, in dieser schwierigen Zeit, von der wir vorhin sprachen, eigentlich auch eine Vielzahl von Menschen an meiner Seite hatte. Nicht nur meine jetzige Frau, sondern auch Freunde, Bekannte oder viele Leute aus dem Handball, die eigentlich immer zu mir gestanden haben. Und das ist eigentlich dann eine gute Bestätigung für einen selber, dass man im Leben dann vielleicht doch nicht so viel verkehrt gemacht hat. Also. Das sind schöne abschließende Worte unseres Gesprächs. Ein interessantes Gespräch mit einem sympathischen Sportler. Danke. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du bei mir warst. Ich wünsche für die Zukunft alles, alles Gute. Weiterhin viel Erfolg in deinen Berufen, einmal bei dir in der Agentur und dann natürlich auch im sportlichen Bereich. Und vor allen Dingen Gesundheit und in der Familie, dass alles so bleibt, wie es ist und vielleicht sogar noch besser wird. Dankeschön. Herzlichen Dank. War mir eine Freude. Danke. Danke dir ganz herzlich. So, meine Damen und Herren, das war's mal wieder bei mir auf dem gelben Sofa. Im nächsten Monat haben wir einen Entertainer, den kennen Sie sicherlich auch, Sven Jensen. Der ist mittlerweile auch schon 80 Jahre alt geworden, aber der kann auch sehr, sehr viel aus seiner aktiven Zeit erzählen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind und sage bis dahin Tschüss und schönen Dank.